Ich stehe hier an der Kreuzung Altmoabit-Stromstraße in meinem Wahlkreis Mitte 3. Und ihr hört es vielleicht, es ist eine extrem laute Straße, eine Kreuzung mit vielen Spuren. Und das bedeutet nicht nur eine erhebliche Lärmbelastung für die Anwohner. Mich hat ein Anwohner darauf aufmerksam gemacht, dass es hier auch viele Kitas gibt und Spielplätze und dadurch Kinder erheblich gefährdet werden. Deswegen habe ich bei der Senatsverwaltung nachgehakt. Und ja, die Tempo-30-Zone soll kommen auf Altmoabit zwischen Beusselstraße und Paulsstraße. Ihr seht also, es lohnt sich nachzuhaken. Ich weiß, dass es viele Dinge gibt, die man noch verbessern kann in meinem Wahlkreis Tiergarten Moabit Süd. Und falls ihr da noch Ideen habt, wie wir das hier gemeinsam verbessern können, dann meldet euch gerne bei mir.